Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus, natürlich wie immer live auf Twitch, heute mal frei für alle im Verstecktes Kraken. Da oben steht es nochmal, Verstecktes Kraken heißt das Ganze, frei für alle, haben wir schon etwas länger nicht mehr gespielt, hin und wieder streue ich das so dazwischen drüber, aber das war der Server. Ach, scheiße. Wo gerade eben schon ziemlich viel los war. Und ich habe mir gedacht, warum auch nicht? Wir können ja ruhig auch mal hier reinstarten. So, Achtung, da hinten sitzt irgendwo einer oder über uns. Ich weiß es gar nicht. Eieieiei, aber das ist gar nicht mal so easy hier. Okay, der ist über uns. Irgendwo. Scheiße. Der ist definitiv über uns und im Frei-für-alle-Modus, da dürfen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist das Problem. Da müssen wir lieber mal Ruhe walten lassen. Scheiße. Das sieht eher anders. So, aber ich nutze gleich mal die Gelegenheit, ich gehe kurz mal in die Option rein. Ich würde nämlich ganz gerne mal gucken. Wo ist denn hier die Helligkeit beispielsweise? Muss ich die nochmal anpassen? Da unten. Hoppla, hua, das brauche ich nicht. Helligkeit. Passt auf 70%, genauso wie es sein soll, alles klar. HDR ist aus, hoffe ich. Genau. Passt. Alles gut. Jetzt läuft so, wie es laufen soll. Super. So, und nachdem wir schon einmal gestorben sind, sollten wir gucken, dass das kein zweites Mal passiert, würde ich sagen. Ich glaube, das da hinten ist gerade der, der uns erledigt hat. Aber das Problem ist, hier ist halt so viel los, dass hier theoretisch überall irgendjemand sein könnte, der gerade auf uns zielt. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier nach oben kommen. Aber das ist schwierig. Wir sind nämlich genau hier im Fadenkreuz von allen denjenigen, die da hinten sind. Und auf der anderen Seite halt im Fadenkreuz wieder von denen, die hier auf uns warten. Und wirklich viele andere Möglichkeiten gibt es leider nicht, weil hier ist ein Dead End. Ja, ich hab dich gerade gesehen, mein Freund. Du mich zwar nicht, aber ich dich. Komm mal hier irgendwie raus aus dem Ganzen. Achtung, da unten liegt eine Mine. Gut, die ist despawned, alles klar, weil er auch weg ist. Ah, guck mal, wir würden hier tatsächlich nach oben kommen. Cool. Habe ich gar nicht gewusst vorher. Sehr gut. So, dann kurz mal gucken, ob wir schon vielleicht irgendjemanden sehen. Alter, was geht denn da hinten ab? Sag mal. Ja, der ist weg. Toll. Das ist definitiv keine gute Position hier oben. Ganz ähnlich, da kann uns von überall jemand wegsnipern. Unter anderem zum Beispiel auch da unten. Scheiße. Das ist überhaupt keine gute Position hier, Freunde. Gibt's ja nicht. Wie viele kommen denn darauf? Huh. Jetzt geht's aber richtig los hier. Da sollten wir uns aber aufpassen, dass wir uns jetzt nicht wirklich zu weit aus dem Fenster lehnen, denn sonst haben wir gleich ein Problem und landen wieder im Hauptmenü. Das wäre nicht gut, aber gut, wir haben jetzt in 4 Minuten 4 Kills. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung. Achtung, da hinten kommt schon wieder einer. Was die hier veranstalten, ist ja unglaublich. Ich habe leider keine Granate. Das ist schade, weil die hätte ich natürlich jetzt schon benutzen können. Ich sehe dich und er sieht mich. Scheiße.
Eieieiei, Freunde, wir sind mitten im Kampfgebiet hier. Immer noch dort. Oh Gott. Okay, das war ein anderer. Nein! Und da hat er uns. Der Minenleger in 100. Da hat er uns. Kill-Serie beendet. Wow. Krass. Krass, krass, krass. Aber guck mal an. Wir sind auf Platz 2 im Frei-für-alle-Modus. Wow. Das ist krass. Das hatten wir noch bis jetzt sehr selten. Gut, wir haben noch 15 Minuten. Da wird noch einiges passieren. Aber solange wir auf dem Server bleiben, ist ja alles gut. Das kann sich hier aber schlagartig ändern, leider Gottes. Das wissen wir ja. Das haben wir ja schon oft genug erlebt. Was auch immer das gerade war. Heißt das, wir sind hier drüben nicht alleine? Vermutlich. Da ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Warum soll sich der denn genau hier verstecken sonst? Achtung. Okay, ballern sich da unten gerade gegenseitig über den Haufen. Ah. Ich habe ihn gesehen, du wahrscheinlich auch. Ganz hinten am Fenster. Oder an der Tür. Ah, scheiße, weg ist er. Weg ist er, weg ist er, weg ist er. So, was ich jetzt definitiv mal machen werde, ist eine Tellermine hier unten hinlegen. So. Und dann lass jetzt sie kommen. Guck nochmal ganz kurz, ob sich der vielleicht wieder auf die Position zurückgezogen hat, aber dort ist leer, dort ist keiner. Alles klar. Gut, wir haben hier sogar zwei Fenster, um rausschauen zu können. Da sieht man eigentlich doch ziemlich viel, das ganze Areal vom Zug und so weiter und so fort. Nur ist halt gerade keiner da. Was vielleicht doch gar nicht mal blöd ist, wenn wir ehrlich sind. Aber alleine sind wir hier definitiv auch nicht. So viel muss klar sein. Ja, ich will mich jetzt hier nicht runterseilen, das wäre auch doof. Denn da werden wir definitiv im Fadenkreuz von dem da unten. Ich nehme die Mine mal wieder mit. Wir können ruhig mal die andere, die Tretmine hier lassen. Ob die gesehen wird, ist eine andere Frage, vielleicht schon. Wo kann sich der hier rumtreiben? Da sitzt er doch. So, direkt mal hier ein bisschen mit Schalldämpfer erledigt, damit nicht unbedingt gleich alle mitbekommen, dass wir hier sind, wenn wir schon die Chance dazu haben. Die nutzen wir sowieso ziemlich selten, diese Waffe hier. Boah, das läuft ja wirklich super gerade, das wundert mich. Wir haben 8 zu 10 im Frei-für-alle-Modus, das ist sehr selten, dass das vorkommt. Dass wir da oben in der Rangliste zu finden sind, cool. Und the next one. Soon 201, der gerade eben noch ziemlich gut war, mittlerweile aber unter uns steht. Wow, wir sind wirklich gut gerade. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Hälfte ist noch nicht mal rum. Da kann noch einiges passieren. Aber das läuft gerade ziemlich, ziemlich gut. Das sehen wir eine 5er-Kill-Serie mal wieder. Krass. Und Leute, wir sind noch am Server. Er steht 10 zu 2. Oh Gott, da ist der Nächste. Und da drüben auch. Okay, das sind mittlerweile schon 2.
Ich wollte noch gerade drücken. War ich kurz zu spät, da war der Sun ein bisschen besser als wir. Oder Sun. Ich glaube, Sun kann man ihn nennen. Heißt ja auch so. Könnte Sun sein, Sun sein, wie auch immer. Da war er einen Tacken schneller als wir. Ach, guck mal, jetzt sind wir genau da hinten. Interessant, ist wohl ein Zeichen, dass wir genau hier spawnen. Au. Tja, und der weiß aber ganz genau, dass er nicht alleine ist. Scheiße, 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 scheiße. Freunde, Freunde, Freunde. So, jetzt haben wir aber ordentlich hier gerade eine Watschen bekommen. 10 zu 4, gerade eben 10 zu 2. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite des Spielfelds. Alles klar, nämlich hier drüben. Na gut, dann versuchen wir mal hier ein bisschen aufzuräumen. Mal gucken, ob das was wird. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, die sind sowieso alle auf der anderen Seite. Ich will hier gar nicht viel riskieren, denn hier ist so eine riesen offene Fläche. Versuchen wir mal unser Glück lieber hier. Vielleicht findet man ja tatsächlich irgendjemanden. Man hört genügend Schüsse auf jeden Fall. Da oben ist einer. Wirklich verdeckt liegen wir jetzt nicht, aber wir liegen am Boden. Das heißt, wir sind nicht unbedingt so auffällig. Irgendwer liegt da Minen, also da ist definitiv was los um uns herum. Oh oh. Na, guck mal. Ist das hier eine Mine? Nee, das ist nur Geröll. Wo ist er denn hin? Killserie beendet. Alter, 8er Killserie. Der Holler, die Waldfee. Ich kann mich erinnern, vor einigen Folgen hatten wir mal eine 5er Killserie. Das war schon geil. Eine 7er Killserie. Jetzt gerade waren es ja 5er Killserien. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Es wäre reingelaufen. Ach, tatsächlich. Schön. Aha. Ist der weg? Nee. Kurz mal das Niesen unterdrücken. Aber da sieht man schon, wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten, wieder ducken gerade. Also da drüben hinten hatten wir definitiv mehr Möglichkeiten, die zu eliminieren. Hier haben wir nicht so viele Möglichkeiten, sehe ich gerade. Hm. Da ist nicht so viel Action. Vielleicht stehen wir aber auch einfach nur auf der falschen Etage. Das kann natürlich auch sein. Dass wir vielleicht mal irgendwo raufrennen sollten. Hm. Ah, hier kann man auch rauf. Hoppla, das wusste ich gar nicht. Hoppla, ich dachte, ich kann mich hier nur hinstellen. Na, auch gut. Oh oh. Irgendjemand, ich habe keine Ahnung wer, hat mich hier gesehen, 10 Meter entfernt. Nee, wir haben den 10 Meter entfernt, 45 Meter entfernt hat der uns erledigt. Naja, das war ziemlich sinnlos, das war ein Tod und ein Kill. Toll, jetzt sind wir wieder hier. Na, ja, sind wir ja nicht unbedingt weit gekommen gerade, scheiße. Jetzt stehen wir genau wieder hier. Na gut, da drüben jemanden wegzusnipern, ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, kann ich mir vorstellen. Und selbst von hier unten nach oben zu snipern, ist immer ein Problem. Denn natürlich hat der da oben immer eine gewisse Überlegenheit, weil er runterschaut und wir raufschauen müssen. Ich sehe keinen.
Da drüben prallen Schüsse ein. Da ist wohl irgendjemand. Aber das ist schwierig, hier wen auszumachen, auf jeden Fall. Vor allem, weil die ja nicht irgendwie offensichtlich am Boden rumstehen, sondern... Ei, guck mal, wie wir schon abgerutscht sind. Jetzt sind wir schon im Mittelfeld. Gerade eben waren wir noch auf Rang 2. Gut, 5 Minuten haben wir noch. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen was aufholen, zumindest. Wie zum Beispiel den hier. Ei, und Navi Nico holt uns auch weg von da draußen. Na gut, wir waren ziemlich offensichtlich. Das muss man natürlich dazu sagen. Heieieiei, also ich glaube, das war wirklich nur eine Glücksrunde da vorne mit den 2x5er Kills mit der Serie. Denn langsam lassen wir... Achtung, Achtung, Achtung. Okay, ich glaube, das geht aber unter uns ab. Oder hier hinten? Es geht hier hinten ab. Guck mal. Gegenseitig erledigt. Scheiße. Ich wollte noch überlegen, soll ich es mit der Sniper machen oder vielleicht einfach mit dem Schnellfeuergewehr drauf schießen? Scheiße. Okay, jetzt stehen wir hier. Aber da haben wir wieder vielleicht ein paar Chancen, was gut zu machen. Das ist nicht so ein schlechter Posten hier hinten. Nur, dass diesmal, glaube ich, da oben steht da wer? Nee. Ich versuch's mal schnell. Ich hoffe, das ist keine Mine. Da oben ist clear tatsächlich. Da hinten scheint auch keiner zu sein. Eieieiei. Freunde, 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 Freunde. Ich sag's euch. Aha. Scheiße. Dreimal gezielt. Dreimal geschossen, nullmal getroffen. Scheiße. Und der wäre perfekt gewesen, denn wenn der dort rumklettert, kann er genau gar nichts machen. Da ist er in der Animation drin und das war's dann. Scheiße. Ich gehe mal nach oben. Ich hoffe, da ist keine Mine. Unsere ist auch nicht mehr hier. Alles klar. Nee, scheint clear zu sein. Ja, und dann versuchen wir mal dort anzuknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben. Denn hier haben wir uns ja auch eine 5er-Kill-Serie geschnappt. 14 haben wir gerade. 22 ist der mit dem besten Wert gerade. Das ist der Nico06, der uns ja auch schon erledigt hat. Mal gucken, ob wir uns hier noch jemanden holen können. Wir haben noch 1 Minute 46. Ja, da ist definitiv noch ein bisschen Action da hinten. Super, super, super. Achtung. Ja, weg ist er. Zu spät geschossen. Hätte ich früher schießen sollen, dann hätten wir uns den auch noch holen können. Aber dann haben wir vielleicht wieder ein paar zu viel Kills innerhalb kürzester Zeit. Hui. Was auch nicht gut raus... Okay, das war nicht wir. Der Empel. Wir haben den Empel erledigt, aber ein anderer hat die Killserie beendet. Na, jetzt geht's aber ab hier. Honest. Der holt dich doch mal einen Kill.
in den letzten 20 Sekunden, Freunde. Na gut. Ich glaube, viel werden wir jetzt nicht mehr hinbekommen. 20 Sekunden noch, 14 Sekunden noch, bis wir spawnen. Guck mal, da oben ist einer und unten wäre einer. Nee, das hat keinen Sinn mehr. 5 Sekunden in dem Gelände. Das bringt nichts. Aber 17 Kills in einem Frei für alle, das hatten wir lange nicht. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals irgendwann hatten. Wir sind der Kugelspender. 17 zu 8, eine sehr deutlich positive KD von 2, irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir das jemals schon so hatten. Oh, und Elfenorg ist hier gerade im Chat. Namen zusammen. Hallo, hallo. Grüß dich. Das erste Mal sehe ich hier gerade gechattet. Sehr schön. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Abgegebene Schüsse 185. Das war schon eine ganze Menge.